LTI Gießen 46ers TV. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des LTI Gießen 46ers TV. Nach dem 76:61 Heimerfolg gegen Tübingen, also endlich der erste Sieg nach zuletzt 5 Niederlagen in Serie. Und das ist auch sonst ganz schön viel passiert. Nicht nur ein neuer Spieler ist gekommen, sondern auch die Weichen auf der Führungsetage wurden gestellt. Deswegen begrüße ich jetzt den noch Geschäftsführer Christoph Syring bei mir. Hallo Herr Syring. Und den zukünftigen Geschäftsführer Heiko Schellberg. Hallo Herr Schellberg. Ja, Herr Schellberg, es war das erste Spiel in der Sporthalle Ost für Sie, live vor Ort. Wie fanden Sie die Stimmung? Also ich muss sagen, wirklich sehr beeindruckend, wie heute das Publikum, vor allen Dingen die Fans, hinter der Mannschaft gestanden haben und die Mannschaft getragen haben, heute zum Sieg. Das war wirklich klasse und ich muss sagen, es war ein tolles Spiel. Und von daher, die Atmosphäre ist natürlich für alle Beteiligten sehr, sehr wichtig. Also ein super Einstand für Sie. Und den wollen wir uns jetzt auch nochmal angucken. Hier ist wie immer unser Spielbericht für euch. Um im Kampf um den Klassenerhalt näher zusammenzurücken, hatte Gießen-Trainer Björn Harmsen unter der Woche nochmal ein Kurztrainingslager in Rothenburg angesetzt. Mit teambildenden Maßnahmen sollte vor allem auch Neuzugang Tash McAuliffe die Integration erleichtert werden. Der Forward, der den verletzten Maurice Jeffers ersetzen soll, saß aber zunächst erstmal auf der Bank. Das Duell gegen den direkten Tabellennachbarn ging gut los aus Sicht der 46ers. Gleich mit der ersten Aktion des Spiels bedient Ofchina den völlig freistehenden Wayne Bernard. Sein Dreier sitzt zur Gießener Führung. Danach zeigt Ofchina erneut, dass er durchaus auch Qualitäten als Spielmacher besitzt. Pass auf Archibong, der US-Amerikaner, setzt sich energisch gegen zwei Verteidiger durch, steigt hoch zum Korbleger und drin ist das Ding. Danach ebbte die erste Angriffswelle der Mittelhessen allerdings ab und die Schwaben erkämpften sich die Führung. Hier ein schöner Spielzug der Tigers. Duggins schließt am Ende für 2 Punkte ab. Tübingen liegt vorne. Dass es um viel ging in dem Kellerduell, wurde dann bis zur Halbzeitsirene deutlich. Beide Mannschaften in der Abwehr konzentriert, nach vorne hin aber nervös. Da ging fast gar nichts. Basketball-Ästheten kamen erstmal nicht auf ihre Kosten. So wie hier sah das nämlich meistens aus in Hälfte 1. Einer gab aber richtig Gas, als er aufs Parkett kam. Ahmadshah Sazai hatte anscheinend super Plus getankt an diesem Abend. Fast Break der 46ers und Sazai lässt die knapp 3200 Zuschauer in der Osthalle mit diesem Zauberpass auf Barry Stewart jubeln. Bam! Sazai war richtig gut aufgelegt. Kurz vor der Halbzeitpause bringt er die 46ers aus der Mitteldistanz in Führung. Mit einem 29:26 ging es in die Pause. Ausgerechnet im dritten Viertel, das in der Hinrunde sonst eigentlich immer mehr als durchwachsen aus Gießener Sicht lief, legten die Mittelhessen an diesem Abend dann den Grundstein für den Sieg. Barry Stewart kam richtig stark aus der Kabine, der US-Amerikaner versenkte gleich 2 Dreier nacheinander und hatte damit entscheidenden Anteil an einem Gießener 11:0-Lauf. Die Mittelhessen konnten sich in dieser Phase absetzen und eine beruhigende 40:27 Führung rausspielen. Und es kam sogar noch besser. Mensch Junge, du bist so gut drauf, probier's doch mal von draußen. Vielleicht hat Harmsen das zu seinem Spielmacher gesagt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall fasst sich Sazai nach dem kurzen Plausch mit Harmsen ein Herz und probiert es auch mal von jenseits der 6,75 Meter Linie. Nach seinem Dreier ist aus dem 11:0 sogar ein 16:2 Lauf geworden. Die Osthalle bebt. Und auch Gießens Neuzugang trägt sich in die Scoring-Liste ein. McAuliffe schließt einen Fastbreak erfolgreich ab und fühlt sich auch sonst angekommen in Gießen. Ja, Gießen gefällt mir bisher sehr gut. Ich bin zwar erst eine Woche hier, aber bisher ist wirklich alles klasse. Ich habe von den Frankfurtern noch nicht wirklich was gesehen, aber wenn wir uns gut auf sie vorbereiten, dann klappt das auch mit einem Sieg. Doch dann, wie aus dem Nichts, muss Gießen-Trainer Harmsen nochmal schimpfen mit seinen Männern. Denn die Tigers pirschen sich plötzlich ran. Ruben Spoden, ausgerechnet der gebürtige Frankfurter, bringt Tübingen wieder auf 5 Punkte ran. Doch anstatt in Hektik zu verfallen, trafen die Mittelhessen weiter aus der Distanz, legten eine richtig starke Dreierquote hin an diesem Abend. Pruitt stellt 2,5 Minuten vor dem Ende den alten Abstand wieder her. Und Gästetrainer Igor Perovic weiß, das Ding werden wir nicht mehr rumreißen können.
Am Ende gewinnt Gießen mit 76-61. Viel Kampf, viel Willenskraft und eine richtig konzentrierte Vorstellung in der Abwehr, das waren letztendlich die Schlüssel zum Sieg. Hat vielleicht das Trainingslager den entscheidenden Ausschlag gegeben? Ja, auch wenn es nur ein Tag war, wir haben den Tag gut genutzt, hatten 4 Einheiten an dem Tag, haben dann abends noch zusammen gekocht und im Hotel ein bisschen rumgeflaxt zusammen als Mannschaft. Und natürlich hilft sowas, gerade wenn man einen neuen mit einbauen muss, war das, glaube ich, die richtige Maßnahme vor so einem Spiel. Die 46ers können nach dem Sieg durchatmen, stehen in der Tabelle mit 2 Punkten Vorsprung auf dem 15. Platz. Jetzt punktgleich mit den Tigers, die aber dank des besseren direkten Vergleichs noch einen Rang höher stehen. Auf Platz 12 der nächste Gegner. Am Freitagabend geht es zum ewigen Rivalen nach Frankfurt, der ja am Anfang des Jahres die Punkte aus der Osthalle entführen konnte. Ja, genau. Also wir haben das noch in unseren Köpfen. Wir wissen noch genau, wie Frankfurt spielt. Wir wissen auch, dass wir da einen wirklich bescheidenen Tag erwischt haben und praktisch gegen 6 Frankfurter verloren haben, was eigentlich nicht sein kann. Und ich hoffe, dass wir halt die Energie von heute mitnehmen können und dann 30, 35, 40 Kilometer weiter das Ding nach Hause holen. Nächste Woche geht es dann zum Derby nach Frankfurt. Vielleicht eine Revanche, Wiedergutmachung für die Heimniederlage von vor 2 Wochen. Herr Syring, wie wird das Zepter jetzt übergeben? Also was muss da noch passieren? Wie wird Herr Schellberg noch eingearbeitet? Ja gut, zuerst mal muss ich sagen, ich habe ja meinen Rückzug, wenn man das so nennen darf, extra sehr frühzeitig bekannt gegeben gegenüber auch meinen Mitgesellschaftern, um genau die Situation herzustellen, wie wir sie jetzt haben. Das war frühzeitig und darüber bin ich sehr froh, mit Heiko Schellberg einen wirklich adäquaten Ersatz zu finden, einen so Sportmarketing-erfahrenen Manager. Und jetzt haben wir sehr viel Zeit, die wir auch meiner Meinung nach sehr gut nutzen können, so dass das Zepter dann übergeben wird, wenn Heiko sich absolut wohlfühlt und das Gefühl hat, alles das von mir mitbekommen zu haben, was er braucht, um ordentlich arbeiten zu können. Wohlgefühlt, Herr Schellberg, haben Sie sich bislang meistens im Fußball, FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Kaiserslautern. Jetzt sind Sie im Basketball gelandet. Was würden Sie sagen, wo wollen Sie die Marke Gießen 46ers hinbringen? Ja, zunächst einmal gilt es, die Übergabe reibungslos über die Bühne zu bekommen. Das steht jetzt erstmal an erster Stelle. Zum Zweiten haben wir, glaube ich, auch die große Aufgabe, die Lizenzierungsunterlagen vorzubereiten für die kommende Saison. Zeitgleich werde ich mir natürlich erstmal einen Überblick verschaffen, welche Aktivitäten sind bisher oder welche Aktivitäten haben bisher stattgefunden. Und zum anderen gilt es dann natürlich, neue Kommunikationsplattformen unseren Sponsoren, unseren Werbepartnern anzubieten. Und das bedarf aber einer gründlichen Analyse, dass der Ist-Zustand festgestellt wird. Aber ganz klares Ziel ist es schon, die Wertigkeit der Marke zu steigern, auch neue Erlösquellen zu erschließen. Da sehe ich an erster Stelle natürlich das Thema Ticketing, dann natürlich das Thema Merchandising und vor allen Dingen auch das Thema Lizenzrechte. Und dann gilt es natürlich, nachdem man auch so ein bisschen den Markt eruiert hat, adäquate Pakete für die Sponsoren zu erstellen. Und unser großes Ziel ist es natürlich, dass sich jeder hier beim Verein engagieren kann. Und ich werde da auch mit Sicherheit jetzt nochmal einige Zeit benötigen, auch den ein oder anderen Gedankenaustausch führen, auch mit mittelständischen Unternehmen. So, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, der Lust hat, sich bei uns zu engagieren, und wir brauchen jegliche Unterstützung. Das steht außer Frage, und ich denke, wenn wir da sukzessive dran arbeiten, dann wird sich mit Sicherheit auch die Marke weiterentwickeln, und dann würden wir uns schon auf einem sehr, sehr guten Weg befinden. Ich glaube, das hören die Fans gerne. Was haben Sie denn gedacht? Was war denn die erste Reaktion, als die Gießen 46ers bei Ihnen angerufen haben? Ja, ich muss sagen, Sie haben ja gerade gesagt, dass ich schwerpunktmäßig Fußball gemacht habe. Das ist zu 90% richtig. Allerdings habe ich ja auch für den internationalen Sportrechtevermarkter Sport 5 gearbeitet. Wir haben dort sämtliche anderen Sportarten auch vermarktet. Das bedarf immer einer sehr schnellen Einarbeitungsphase in andere Sportarten. Um die Frage zu beantworten,
Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut für das entgegengebrachte Vertrauen von den Gesellschaftern. Und wir haben dann einige Gespräche geführt, die sehr, sehr produktiv und konstruktiv waren. Und dementsprechend habe ich gemerkt, dass hier im Verein eine Sprache gesprochen wird, dass das auch hier im Verein vor allen Dingen gelebt wird. Da möchte ich mich auch nochmal wirklich bei Christoph recht herzlich bedanken. Super aufgenommen worden. Ich habe auf der Geschäftsstelle ein tolles Team vorgefunden und dementsprechend war dann auch klar, dass hier eine Sprache gesprochen wird und somit ist mir die Entscheidung dann sehr, sehr leicht gefallen und nach den Eindrücken heute hier aus der Halle mit diesem Publikum muss ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, alles richtig gemacht. Das hört man sehr gerne. Auf der Führungsetage scheinen die 46ers fit für die Zukunft zu werden. Dann bedanke ich mich und wünsche viel Spaß beim Arbeiten. Vielen Dank auch an Herrn Syring. Und dann sehen wir uns mit der nächsten Ausgabe des LTI Gießen 46ers TV nächste Woche wieder nach dem Derby in Frankfurt. Tschüss, bis dann. LTI Gießen 46ers TV.